Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute und in den nächsten Ausgaben möchte ich euch einfach mal ein paar grundlegende Strategien im Optionshandel, im Verkauf oder im Kauf von Optionen vorstellen. Und heute beginnen wir mit einer ganz einfachen Strategie, nämlich bei Short Puts auf Future Optionen. Short Puts, das ist sicherlich eine der, was den Optionsverkauf angeht, eine der einfachsten Strategien, die man umsetzen kann. Worum geht es beim Verkauf von Short Puts? Also was ist unsere Idee dahinter? Was ist unsere Einstellung oder beziehungsweise was erwarten wir vom zugrunde liegenden Preis? Stellen wir uns einfach vor, wir haben beispielsweise den Preis eines Rohstoffes, also Crude Oil, Gold, den Euro, was auch immer. Und wenn wir einen Short Put verkaufen, dann erwarten wir also, dass der Preis dieses Underlyings stabil bleibt. Das heißt also, dass er entweder seitwärts läuft oder im besten Falle sogar, dass er nach oben geht. Wir können natürlich auch Geld verdienen, wenn der Preis leicht fällt. Das Einzige, wo wir eben Probleme bekommen, ist, wenn der Preis, nachdem wir diesen Trade aufgesetzt haben, sehr stark in kurzer Zeit nach unten fällt. Also so haben wir insgesamt von 4 Möglichkeiten. Preise bleiben stabil, Preise steigen, Preise fallen leicht, Preise fallen sehr stark. Haben wir 3 Möglichkeiten, wie wir mit diesem Trade gewinnen können und nur eine Möglichkeit, wie wir verlieren können. Ich habe es mit Absicht nicht so gemacht, ne, sondern so. Okay, Short Puts bei Future Optionen. Wir beginnen mal als erstes mit dem Profit-Loss-Diagramm. Wie schaut das Ganze aus? Nochmal kurz zur Erläuterung dieses Profit-Loss-Diagramms. Wir haben also hier auf der linken Seite den Gewinn, den wir mit dieser Strategie machen können. Und wir haben hier auf der X-Achse haben wir den Preis des Underlyings abgebildet. Jetzt stellen wir uns beispielsweise vor, wir verkaufen eine Option, sagen wir in Crude Oil, und wir würden als Beispiel einen 50er Put verkaufen. Crude Oil, jetzt als ich das Video gerade aufnehme, liegt ungefähr so bei etwa 60 Dollar. So 60 Dollar pro Barrel. Und wenn wir jetzt einen 50er Put verkaufen, das heißt also einen Put, der unterhalb des aktuellen Preises liegt, dann ist das also ein sogenannter Out of the Money Put. So, Out of the Money. Und mal angenommen, wir bekommen für diesen Put momentan 250 Dollar. So, dann können wir dieses P&L-Diagramm ganz leicht zeichnen, nämlich bei 50 bekommen wir 250 Dollar. Und egal, wo der Preis oder beziehungsweise am Verfallstag, wäre es also so, dass wir diese 250 Dollar auf jeden Fall verdienen würden, wenn der Preis höher als diese 50 Dollar steht. Das heißt also, ob der jetzt bei 50 steht oder ob er höher steht, wir würden immer hier diese 250 Dollar, die wir an Prämie eingenommen haben, die würden wir verdienen. Das heißt, wir wissen von Beginn an, was können wir mit so einem Trade verdienen? Wie ist das jetzt aber mit dem Risiko? Wir wissen ja, wenn der Preis nach unten gehen sollte, dann werden wir Geld verlieren mit diesem Trade. Und angenommen, wir würden überhaupt nichts machen, wir würden überhaupt nicht in diesen Trade eingreifen, dann wäre es so, dass wir hier irgendwann in den Minusbereich kämen. Wir können sogar ganz genau ausrechnen, an welchem Punkt das wäre, nämlich wenn wir die eingenommene Prämie, die 250 von unserem Strike-Preis abziehen, und da jeder Punkt im Crude Oil 1000 Dollar ist, 1000 Dollar pro Punkt, beziehungsweise pro ganzen Dollar, also wenn Crude Oil von 60 auf 61 geht, ist das im Future eine Veränderung von 1000 Dollar. Und das bedeutet also, dass unser Break-Even-Punkt, der wäre bei 49,75%, sondern Dollar. Also, das ist jetzt nicht maßstabsgerecht, aber angenommen, hier wäre jetzt die 49,75, dann würden wir an dem Punkt den sogenannten, macht ihr uns das mal hier so ein bisschen hoch, den sogenannten Break-Even-Punkt haben. Das heißt, würde am Verfallstag der Preis bei 49,75 liegen, dann würden wir mit diesem Trade kein Geld verdienen, aber wir würden auch keins verlieren. Die Option wäre dann im Geld, wir haben einen 50er Put verkauft, sie wäre dann im Geld,
aber wir haben ja die $250 Prämie bekommen und das Ganze würde das ausgleichen. Wie wäre es jetzt aber, wenn es weiter nach unten geht? Und hier ist es so, dass der Verlust natürlich substanziell sehr, sehr hoch sein kann. Theoretisch könnte ja der Preis auf Null fallen. Wir wissen, Öl wird nie auf Null fallen, aber wir hatten immerhin auch schon mal Ölpreise von 10, 11 Dollar. Das ist noch gar nicht so lang her, etwa 15 Jahre. Da war der Ölpreis so im Bereich um 12 Dollar. Und deswegen kann der Verlust also hier nach unten sehr, sehr groß sein. Also angenommen, der Preis würde jetzt, sagen wir, am Verfallstag auf 45 sein. 45 und wir würden nichts machen. Wir würden in diesem Trade überhaupt nicht eingreifen. Dann wäre es so, dass unsere Option 5 Dollar im Minus wäre. Das heißt, wir haben hier bei einem Put bei 50 verkauft, einen sogenannten 50er Strike. Und wenn eben jetzt der Preis bei 45 ist, dann wären wir 5 Dollar im Minus, bedeutet 5 Dollar, 1000 Dollar pro angezeigten Dollar, das heißt also 5000 Dollar wären wir im Minus. Die Prämie können wir nichtsdestotrotz immer wieder behalten, das heißt, wir hätten hier ein Minus von 4750 Dollar. Und daran sieht man an diesem Verhältnis 250 Dollar maximaler Gewinn, in dem Beispiel jetzt hier 4750 Dollar Minus, dass bei einem Short Put, genau wie bei jeder nackt verkauften Option, der Verlust deutlich höher sein kann als der Gewinn. Und deswegen werden wir Trades niemals einfach so durchlaufen lassen, sondern wir werden vorher eingreifen und werden diese Trades entweder schließen oder wir werden sie, was wir in den meisten Fällen tun, adjustieren. So, das zum P&L-Diagramm. Was muss man jetzt, wenn man Future-Optionen verkauft, bei einem Short Put, was sollte man da aus unserer Sicht heraus oder aus meiner Sicht heraus beachten, auf welche Kenngrößen sollte man achten? Der allerwichtigste Punkt ist natürlich, dass man sagt, man macht dies nur in einem Umfeld hoher impliziter Volatilität. Und wir haben schon mal in einem früheren Video hier den Begriff der sogenannten IVR, des Implied Volatility Ranks, besprochen. Das heißt also, wo ist die Volatilität aktuell bemessen am Verhältnis der letzten 12 Monate? Und unsere Herangehensweise ist, dass wir sagen, immer wenn wir Short Puts in Future Optionen verkaufen, wollen wir eine IVR von größer gleich 40% haben. Das ist also Punkt Nummer 1. Weil dann wissen wir, wir verkaufen in einem Umfeld hoher Volatilität. Wir werden also für unser Risiko ausreichend bezahlt. Die Prämien für diese Optionen sind sehr hoch. Punkt Nummer 2. Wir wollen natürlich so ein bisschen charttechnisch auch überzeugt sein, dass der Markt jetzt eher nicht nach unten geht. Das heißt, in einem straffen Abwärtstrend werden wir keine Short Puts verkaufen, aber ich glaube, das versteht sich von selbst. Es gibt noch zwei andere Punkte, auf die wir achten, nämlich bei Future-Optionen die Laufzeit. Jetzt kann man sich streiten, es gibt da auch keine generelle Lösung, dass man sagt, also das ist die optimalste Laufzeit. Ich kann immerhin nur sagen, was wir machen, und wir wählen Laufzeiten, sogenannte Restlaufzeiten zwischen 60 bis 120 Tagen. Im Buch Optionsstrategien für die Praxis haben wir geschrieben 90 bis 120 Tage. Jetzt bewegen wir uns aktuell ja oftmals in einem Umfeld, wo die Volatilitäten nicht so sind, wie es noch zum Beispiel vor 5, 6 Jahren waren. Und aus dem Grund sind wir auch ein bisschen näher an die Preise herangegangen. Viel kürzer als 60 Tage würde ich persönlich allerdings bei Future-Optionen nicht gehen. Das heißt, 60 bis 120 Tage. Ich würde auch nicht sehr viel darüber hinausgehen, dass man also sagt, ich verkaufe jetzt Optionen, die ein Jahr Restlaufzeit haben. Das würde ich auch nicht tun. Aber so 60 bis 120 Tage, das ist schon recht ordentlich. So, und jetzt ist natürlich noch die Frage, wo platziert man denn diese Optionen? Es gibt es Händler, die sagen, ich mache das einfach am Chart fest. Ich suche mir also zum Beispiel eine Unterstützungslinie aus und sage, unter der verkaufe ich oder an einem alten Tief oder so. Ich persönlich habe da einen systematischen Ansatz und sage, ich möchte Optionen immer nur an einem bestimmten Abständen, was die Wahrscheinlichkeit angeht, verkaufen. Und diese Wahrscheinlichkeiten werden ja unter anderem auch bestimmt durch die aktuellen impliziten Volatilitäten und durch das Delta. Und deswegen haben wir uns für eine Delta-Lösung entschieden, weil das ist systematisch mit jedem Trade nachvollziehbar. Heißt also,
wir verkaufen Future-Optionen bei einem Delta von, ich mache jetzt hier circa davor, circa 10. Oder um es genau zu sagen, von minus 0,10. Wie gesagt, das gilt für Future-Optionen. Das gilt jetzt nicht für Aktien- oder ETF-Optionen, da ist das ein bisschen anders. Aber für Future-Optionen versuchen wir, Short-Puts zu verkaufen bei einem Delta von minus 10, also ein 10er Delta, oder eben, wie man es eigentlich ganz korrekt aussprechen würde oder ganz korrekt bezeichnen würde, minus 0,10. Das waren also Short-Puts. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben einen begrenzten maximalen Gewinn, der wird bestimmt durch die Höhe der Prämie. Wir haben ein sehr, sehr hohes theoretisches Risiko, wobei wir wissen, dass der Preis in keinem Rohstoff auf Null fallen wird, aber wir können eben deutlich mehr verlieren, als wir gewinnen können. Und deswegen ist es wichtig, ein vernünftiges Positions-Money-Management zu machen, ein Risikomanagement also zu rollen. Wir verkaufen immer nur Short Puts, wenn die Volatilität ein IVR von mindestens 40 oder mehr aufweist, eine Restlaufzeit zwischen 60 und 120 Tagen und wir versuchen an einem Delta von ca. 10 zu verkaufen. Das war eine kleine Einführung in die Short Puts und im nächsten Video besprechen wir eine weitere Strategie. Bis dahin, Servus, macht's gut!